seinerzeit damals zum ersten Mal initiiert hat, sondern mittlerweile ist es der Straßenkreuzweg unseres ganzen Dekanates. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir auch als einzelne Pfarrgemeinden im Dekanat immer mehr zusammenwachsen, dass wir immer mehr gemeinsam etwas tun. Ganz herzlich darf ich dazu auch unseren Bezirksvorsteher begrüßen, Herr Thunberger. Die ganze Woche hast du alle Termine absagen müssen, aus krankheitlichen Gründen, aber heute bist du wieder dabei. Auch das ist für uns keine Selbstverständlichkeit, bist du immer dabei, aber als ein Bezirksvorsteher im Straßenkreuzweg dabei ist, das ist doch etwas für uns besonders und Schönes. Entschuldigen möchte ich